viertes Türchen. Oh, ruft David. Da waren die Brüder bestimmt eifersüchtig auf David. Was meinst du, Großvater, ob die Suppe schon fertig ist? Ich habe einen Bärenhunger, sagt Judah. David war so fasziniert von Großvaters Geschichte, dass er nicht bemerkte, wie die anderen Hirten zurückkamen. Sie waren den ganzen Tag unterwegs mit der Herde, um sie auf gute Weideplätze zu führen. Abends kamen sie zurück und trieben die Tiere in den Pferch. So sind die Tiere leichter zu beschützen vor Dieben oder räuberischen Tieren. Erzählst du nachher weiter, Großvater? Drängt David. Von Geschichten wird man nicht satt, lacht Ruben. Ein wenig schon, entgegnet der Großvater. Jetzt wollen wir aber essen, ruft Michal. Er hat mit seinem Hund noch eine Runde um den Pferch gemacht. Jetzt setzt er sich neben David und der Hund kuschelt sich neben den beiden. Später, als David in den warmen Fellen neben dem Großvater am Feuer liegt, schaut er noch lange in den klaren Sternenhimmel. Auserwählt und gesalbt, denkt David. Und er hütet hier auf den Feldern von Bethlehem die Schafe.